Hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Wir fliegen heute vom Flughafen Frankfurt am Main an, von dem wir auch im letzten Let's Play gestartet waren, zu einem Flughafen, auf dem wir schon mal gelandet sind. Und zwar war das damals der Flug mit dem Singapore A380 von Mallorca nach Barcelona. Damals war es ein Zuschauerwunsch, genauso wie heute auch. Also geht es für uns heute mit einem Airbus A321 der Lufthansa von Frankfurt nach Barcelona. Da übernehmen wir heute den Flug LH1138. Und damit es auch genauso realistisch ist, fliegen wir heute zu der Tageszeit, in der der Flug auch sonst durchgeführt wird. Und zwar gegen ca. 22 Uhr oder 21 Uhr, das werden wir heute übernehmen. Wir haben jetzt kurz vor 22 Uhr am Flughafen Frankfurt, der bis 23 Uhr geöffnet ist. Und das Flugzeug ist heute ein A321 aus dem Add-on Airbus X Extended. Ich hatte ja mal den Airbus X, da war aber jetzt ein Problem mit dem Stick, der sollte formatiert werden. Jetzt konnte ich den Airbus X nicht retten und deshalb vorübergehend jetzt, bis ich den dann wieder habe, geht auch der Airbus X Extended. Es sind nicht viele Funktionen, auf die wir verzichten müssen, aber es passt so, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal ins Cockpit des Airbus A321, ändern hier noch auf eine andere Sicht an der Tragfläche, nehmen wir mal die Sicht, genau. Und dann gehen wir ab ins Cockpit und bereiten uns auch einmal direkt auf den Abflug vor. Und dafür schalten wir als erstes einmal die Batterien 1 und 2 auf On, können hier oben noch direkt die drei IRS-Schalter einschalten. Und dann wählen wir direkt einmal die Cockpit Preparation Checklist aus. Okay, let's start with the machen wir noch Licht an. So. Genau. Bildschirme gehen wir mal auf On. Navigation Lights. Set on. Both off. Check. Check. Is off. Check position. Check retract. Idle. Check standby. Set on. Das müssen wir jetzt noch gerade hier den Icon Recall machen. Da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Müssen wir jetzt mal gucken. Check. Gut. Is off. So, Emergency Lights. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Airbus X so überraschend flüssig eigentlich läuft, liegt daran, dass ich ein anderes Aufnahmeprogramm habe, und zwar Action von Mirrorless. Und das nimmt eigentlich gar keine Frames weg. Das ist schon richtig cool. Fuel Pumps sind die hier. Die gehen einmal alle auf On, die 6 Stück. Da vorne rollt schon eine erste Saab 2000. Ich glaube, das war's jetzt für uns. Gut. So, ich habe auch an euch noch eine Bitte, und zwar habe ich jetzt für das Landen einen anderen Stick, und damit habe ich mich noch nicht ganz so zurechtgefunden. Ihr seht hier, ich kann hier auch mit einem Schubhebel das alles steuern. Und genau, also wenn nachher die Landung, ich habe immer ein bisschen bei der Landung das Problem, dass wenn ich eben am Ende, entweder ziehe ich zu stark hoch oder zu wenig, das heißt, die Landungen sind meistens relativ hart. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal, vielleicht kriege ich es ja ausreichend heute hin. Versuchen wir es mal, und dann würde ich sagen, jetzt legen wir direkt einmal los mit dem Flugplan. Und dafür können wir hier oben noch gerade das auf On schalten. Jetzt kriegt das alles genauso. Und jetzt ist auch das hier beleuchtet. Gehen wir auf In and Align IRS. Wir fliegen heute vom Flughafen Frankfurt zum Flughafen von Barcelona. Das ist LEBL, Label. Und das machen wir als Flug LH1138. Könnt auch ruhig nachschauen, das ist auch die Flugnummer in echt, wo die auch wirklich mit dem A321 fliegen. Da der Flug heute nur ein bisschen mehr als eine Stunde dauert, haben wir auch nur eine Reiseflughöhe von 24.000 Fuß. So, können wir schon zum Flugplan übergehen.
Also erstmal Barcelona landen wir, können wir jetzt irgendwas eingeben, wir schauen mal, dass wir dort einen ILS-Anflug auf die 7 rechts hinkriegen. So, und jetzt brauche ich auch schon das kleine Heft hier, das ich habe, wo ich hier die Flugroute für heute eingetragen habe. Mal suchen und da haben wir es. Also, letzter Wegpunkt ist für uns Bispa, das ist der hier. Manchmal möchte ich das hier, dass es ein bisschen hängt, so. Und ab Frankfurt starten wir voraussichtlich über die 1.8. Haben da als erstes den Wegpunkt Aniki, das ist der hier. So, und dann ab Aniki fliegen wir. Und jetzt haben wir ziemlich viele Wegpunkte, und zwar insgesamt 5 Stück. Wir fliegen über die Yankee 163. Bis Herbie. Dann über die Yankee 164. Bis Olben. Dann fliegen wir über die Uniform November 869. Muss das sein? 869, genau. Bis Milpa. Dauert jetzt ein bisschen länger, weil das hier halt eben ein bisschen hängt. Das hatte ich aber schon mal ohne Aufnahmen und so. Dann über die Uniform November 852. Noch bis, komm, bis Difko. Difko. Und dann haben wir jetzt auch schon den letzten Wegpunkt. Komm. Die Uniform November 975. Hallo. So. 975. Bis Bispa. Und dann können wir jetzt hier auch schon gleich mit der nächsten Checklist weitermachen. Bispa. Und drin ist es Insert 656 nautische Meilen. Habe ich anders in Erinnerung, als ich nachguckt habe, waren es, glaube ich, waren es ein bisschen mehr als 500 nautische Meilen. Mal nochmal nachgucken. Ja, das müssen wir sowieso nochmal ändern, denn hier im Airbus X Extended ist das Problem, dass Kerosin und Fracht und Passagiere müssen über so ein Airsoft-Programm eingegeben werden. Das gibt es ja auch im Airbus X, aber im Airbus X, können wir ja schauen, gibt es halt hier noch so eine Funktion Load/Fuel. Gibt es hier nicht. Und im MCDU2, so wie jetzt ist hier alles schon geladen, Flugzeug ist lokalisiert. Terrain ND funktioniert hier auch nicht. Weiß nicht, ob das jetzt hier dran irgendwie liegt, dass ich irgendwas nicht aktiviert habe oder dass das allgemein im Airbus X Extend nicht geht. Ich habe es hier jetzt auf jeden Fall nicht. Wir sehen, da hinten die Maschine ist, die starten alle über die 1.8, perfekt. Und dann würde ich sagen, können wir schon mit der zweiten Checklist weitermachen. Checklist. Also bevor starten, müssen wir zur Tür geschlossen. Also wir machen jetzt hier mal einen ganz kurzen Cut. Ich aktiviere das alles und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind wieder da. Wir sehen, Kerosin ist geladen. Wir haben heute 8,660 Tonnen Kerosin an Bord. Und dann können wir jetzt hier auch schon die Türe schließen. Hier vorne und machen weiter mit der bevor Start Checklist. Ah genau, das könnten wir vielleicht noch ändern, damit wir mich besser verstehen. Machen wir jetzt gleich. So, APU Bleed geht hier relativ schnell an. So, jetzt haben wir mal gerade ein bisschen Hänger. APU Bleed können wir jetzt schon anschalten. Ah, die External Power. Müssen wir mal gerade disconnecten. Dann hier noch Disconnect. So, jetzt geht's hier wieder Cabin Science. Parking Break Off On. Ah, Beacon Lights noch, und damit war's das jetzt hier schon für die Checklist.
So, wir können das jetzt wieder noch anlassen. Ich zeige euch jetzt gerade mal was. Und zwar ist das so. Options, Sound. Wir können jetzt hier alles ausschalten. Ich würde sagen, Cabin Crew, Flight Crew lassen wir on. Cockpit wohl auch. Aber ATC heißt anderen Verkehr mit hören. Das machen wir mal aus, weil es sonst wirklich zu laut ist. So. So, und dann würde ich sagen, können wir auch schon mit dem Pushback beginnen. Also Start Pushback. Müssen wir gerade von außen schauen, was wir uns hier zutrauen. Weiß mal gerade irgendwelche Texturfehler hier. Das sieht nämlich komisch aus. So, was nehmen wir? Nehmen wir 15 Meter und dann 90 Grad nach links. Ah, Quatsch. Wir müssen jetzt erstmal bei der Zentrale anmelden. So, Frankfurt Freigabe. Wenn das geschieht, können wir hier schon mal unsere Höhe eindrehen. Wir werden heute ohne Tower fliegen, deswegen haben wir auch die Route und alles, weil ich nämlich nicht bereit bin, die ganze Stunde da hier den Angaben des Towers zu folgen. So, Squawk haben wir 1672. Müsste jetzt hier eben, bei Squawk halt eingedreht werden, wird es gleich auch passieren. Macht er automatisch, sobald hier was Neues ist. Es sei denn halt im Flug. Sagt der Tower ein, man soll 9 einstellen, dann muss man das selber machen, aber ansonsten wird das hier gemacht. 1672, da haben wir es drin. Gut. Dann Boden direkt hinterher, Freigabe, wir werden jetzt eh eine bekommen. Bevor, also ihr könnt schon mal die 15 Meter eindrehen. Genau, Landebahn 18, so wie es geplant war. 15 Meter zurück. Ist jetzt nicht wirklich weit. Nehmen wir mal 18 Meter. Und 90 Grad dann nach links. Und Start Pushback. So please confirm ground equipment and services are clear. So, jetzt müssen wir gerade mal warten, bis hier alles klar ist. Wir lassen auf Door... Können wir eigentlich drauf lassen? Ich würde sagen, jetzt hier, wenn wir nochmal mit solchen Airbussen halt in den kleineren Art fliegen, können wir eigentlich immer mit dem Airbus X Extended fliegen. So, wir starten Triebwerk Nummer 2. Genau, wir sehen hier, das läuft auf 434 und hier geht's auch bei der N2-Anzeige deutlich nach oben. Gut, und dann dürften wir jetzt hier sogar schon eingedreht werden, nach 18 Metern. Jo, da geht's rein. So. Dann direkt das nächste hinterher. Und wir werden heute mit diesem Stick halt eben fliegen. Das ist relativ cool gemacht. Ich werde euch, mal gucken, ob ich euch da so was in die Videobeschreibung packe. Auf jeden Fall, mit dem werden wir heute fliegen und ich hoffe, dass ich das ganz gut hinkriege. Da sind jetzt halt eben auch Schub und halt eben auch Ruder dran. Und Ruder ist jetzt nicht so einfach zu bedienen, deswegen bitte ich auch da um Verständnis, wenn es mal kurz abgehackt ist. So, Engine 1 ist stabilized. Perfekt. So, und jetzt setzen wir ja hier ziemlich doch perfekt auf dem Rollweg auf. Oder ist noch eine Lufthansa Cargo MD-11 vorgerollt? So, Pushback ist completed. Gucken wir mal von außen. Ah, gut. Aber hier gibt es noch einen Texturfehler mit den Lampen. Der mich schon ziemlich stört. Gucken, ob das gleich... Ja gut, im Flug wird sich das hoffentlich noch lösen. So, die Landescheinwerfer sehen aber auch heute komisch aus. Okay, aber stehen jetzt einfach nur etwas links von der Runway. Na gut, kommen wir pünktlich zurück ins Cockpit. Engine Mode Selector geht wieder auf Norm. APU Bleed geht off. So, Spoilers einmal auf On. So, dann übernehmen wir direkt mal die Flight Controls. So, ist sie angeschlossen. Ja. Full left. Full right.
Gut machen. Rudder fragt er ihn nämlich gar nicht. Flaps of One. Door Page ist überprüft. Und dann packen wir die Taxing Checklist direkt hinterher.